Ihr habt heute Abend Premiere. Mhm. Das Ding ist abgedreht, ihr könnt eh nichts mehr machen. Habt ihr Angst? Nee, Angst ist blöd. Seid ihr recht nervös oder was ist das für ein Gefühl? Ihr seid auf der Berlinale, ist ja auch ein großes Ding. Ja, sind Angst ist gar kein so schlechtes Wort. Ja, okay. Bleiben wir bei Angst. Nein, also natürlich aufgeregt war das natürlich toll, eine tolle Plattform. Ne? Aber wir haben natürlich auch schon ein bisschen was gesehen. Also wir wissen ja auch, was auf uns zukommt. Ja. Und so viel kann man verraten, Marvin hat einen super Job gemacht. Ja, wir sind, also von dem her werden wir nicht groß schockiert sein. Wir gehen selbst sehr selbstbewusst hinein, aber natürlich mit der angemessenen Demut und Aufgeregtheit. Anja Kling, das war mein erstes Interview, Anja und Brigitte, die sagte, nicht beim Drehen, aber später ist ihr erst bewusst geworden, Mann, das sind ja mehr als 2 Millionen Zuschauer unter Umständen. Ne? Also Netflix ist eben auf der ganzen Welt unterwegs. Kamen euch irgendwann mal diese Gedanken beim Drehen oder so? Oder war das völlig außen vor? Es ist bitter, das als Autor zu sagen, aber dafür reicht meine Vorstellungskraft nicht. Ja. Dass die ganze Welt und ich weiß nicht, 290 Länder. 190 Länder. Ja. Und so viel 100 Millionen Menschen können das dann sehen. Das ist zu abstrakt. Aber es ist natürlich ein Wahnsinn, also wenn man sich das vorstellt. Also vor 10 Jahren hätte mir das niemand geglaubt, oder? Also ich hätte selber nicht geglaubt. Nein. Und wenn man die Möglichkeit hat, als sage ich jetzt mal, als Autor, der auf Deutsch schreibt, weltweit gesehen werden kann, ich meine, das ist natürlich österreichische Produktion, also es sind schon ganz andere Dimensionen. Aber ich finde eben, wir diskutieren ja in der Filmbranche ständig über Netflix, Streaming überhaupt. Und ich finde, es gibt halt vielen Menschen wahnsinnig viel kreative Aufschwung, Plattformen, Schauspieler. Für jeden ist es gut eigentlich und für uns auch, für uns Endabnehmer. Ja. Wenn ihr schreibt, wie viel Freiheit gibt Netflix, weil der Marvin sagte mir vorher gerade, er hatte wirklich totale Freiheit. Ja, und Marvin war ja auch, also wir sind ja zu dritt die Autoren und das ist natürlich auch genau das, was wir auch empfunden haben. Und ich denke, das beflügelt natürlich auch, also wenn man nicht ständig mit Ängsten oder Zweifeln irgendwie konfrontiert wird, wo an der Vision irgendwie rumgemäkelt wird, also wenn man da bestätigt wird in den Ideen und das haben wir von beiden Seiten erlebt, vom ORF und von Netflix, das beflügelt natürlich und ich denke, man kann dann einfach auch, wenn man dann so zusammensitzt, dann hat man auch irgendwie den Mut, irgendwie auch mal ein paar verrücktere Ideen in die Runde zu werfen am Anfang, oder? Also mal gucken, was passiert. Und es waren einige verrückte Ideen dabei, die dann irgendwie Eingang gefunden haben in dem Plot. Also das ist, also wir haben nichts zu mäkeln, es war richtig toll. Nein, es war wunderschön. Ja. Ja. Wie darf man sich das vorstellen? Zu dritt, jeder schreibt was und ihr trefft euch zu dritt. Wie läuft so ein Prozess ab? Ja? Und vor allen Dingen, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, wie einigt man sich dann? Man einigt sich dann irgendwie. Ja. Wir hatten eine wundervolle Writers Room Situation in einer wunderbaren Location, die Heinrich Ambrosch von Desertelle uns zur Verfügung gestellt hat. Da haben wir uns ein Gartenhaus. Ein wunderschönes Gartenhaus. Nice. Also aber riesig, also von einem Architekten gebaut. Also ein ganz toller Atmosphäre. Toller Space irgendwie. Ja. Da haben wir uns häufig getroffen, dann immer 3-4 Tage am Stück. Und da wurde natürlich auch, da ging es natürlich auch heiß her teilweise. Und am Ende kam es dann raus, so wie es ist. Letzte Frage, because jetzt sage ich schon, weil ich mit meiner britischen Kollegin gesprochen habe, die wollte so gerne wissen, an was liegt, ich meine, Freud ist ja heute auch noch, wir haben viele Zitate von ihm, der findet in unserem Leben ja noch statt, ja, auch wenn eure Geschichte natürlich eine Murder Mystery ist. Aber, und es gibt mentale, wir sprechen viel über mentale Krankheiten, die es heute ja auch gibt, ja. War das für euch, weil es ein gesellschaftsrelevantes Thema ist, war das für euch mit dem Grund zu sagen, wir machen eine Freud-Geschichte, aber aus einer ganz anderen Perspektive, weil ganz viele Menschen Zugang, also weißt du, weil das oft thematisiert wird. Kann ich mich richtig ausdrücken? Ich merke gerade, ich stammel. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Mentale Gesundheit, viele Leute haben Depressionen oder viele Leute gehen zu Therapeuten. Das hat man ja vor 50, 100 Jahren überhaupt nicht gemacht.
War das für euch etwas, wo ihr gesagt habt, das ist schon zeitgemäß eigentlich das Thema, auch wenn es im ganz anderen Zeitrahmen spielt? Ja, wie Sie ja zu Recht sagen, wir leben ja im Prinzip im postfreudianischen Zeitalter. Er hat die, man kann ihn aus unserer Kultur und aus unserer Selbstauffassung als Menschen kann man ihn gar nicht herausrechnen. Ja, und deswegen ist völlig unvermeidlich sozusagen, dass eine Show über Sigmund Freud auch au courant ist. Ja. Also mir fällt dazu ein, dass man ja heute oft von Burnout redet. Ja, das ist zum Beispiel etwas, eine zeitgemäße Erkrankung, die man und damals war es eben die Hysterie. Das, also mich hat das wahnsinnig fasziniert. Was ist denn das, Hysterie? Also wie also Frauen fallen in Ohnmacht oder auch Männer, und das gibt es ja heute nicht mehr. Und, also es gibt es so de facto nicht mehr, oder wie man sich das vorstellt. Und das war aber ein riesen Problem, und das hat natürlich sehr oft Frauen betroffen, und die haben das ja dann auch recherchiert, und es hat halt oft damit zu tun, dass Frauen eben nicht sein durften, in der Gesellschaft nicht. Wir reden auch von höheren Schichten, wo Frauen dann nicht mal zu den Kindern schauen durften, also das ist jetzt gendermäßig natürlich auch ein bisschen auf dem Glatteis, aber sie hatten keine Aufgabe. Sie hatten keine Aufgabe, weder die Kinder noch irgendwas. Und das hat dann oft eben zu solchen neurotischen, eigentlich, also es ist ja im Endeffekt eine Neurose, führen können. Und das fand ich halt höchst faszinierend, weil ich eben eigentlich die Hysterie so in meiner Zeit, ich weiß nicht, was das ist. Also ich. Burnout ist vielleicht gar nicht so. Burnout ist nicht schlecht, glaube ich. Ja, das finde ich jetzt auch super, die Kombination. Ja. Sie wird nervös, ich muss aufhören. Aber danke, dass Sie die Frage so toll beantwortet hat, dass ich so gestammelt habe. Ihr habt schon kapiert, um was es geht. Danke dir. Danke euch. Danke.